Hey ho und herzlich willkommen zurück bei Alce Mella. Wir müssen ja jetzt irgendwie an diesen verkackten kleinen Drecksschlüssel kommen. Ja, ihr merkt schon, ich bin sehr motiviert. Weil ich nämlich immer noch nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass dieses Rätsel hier noch nicht zu Ende ist. So viel weiß ich. Weil ich habe es nicht eingesehen, dass ich hier jetzt 3 Stunden lang rumsuche. Nur wegen diesem verkackten Schlüssel. Und das ist ja auch nichts für euch. Deswegen habe ich eben mal nachgefragt. Aber mehr wurde mir auch nicht gesagt. Also ich habe mich auch nicht weiter spoilern lassen, ne? Ich weiß nur nicht, wie ich das jetzt hier machen soll. Weil das ist ja jetzt so wie auf dem Foto. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt noch ändern soll. Ich habe echt keine Ahnung. Also, es stand ja auf dem Foto das mit dem Gegenteil. Das Gegenteil von dem hier. So, das ist ja das. Ich weiß trotzdem nicht so wirklich. Was gibt's denn noch für ein Gegenteil? Was kann ich denn hier noch ändern? Ich weiß es einfach nicht. Scheiße. Ich habe auch nicht vorher ausprobiert oder sonst irgendwas. Das Gegenteil von dem. Hallo, ich wähle das da oben an. Mein Gott. Nein. Oh. Was? Geh zu. Ach, diese verdammte KI von diesen Türen, ne? Ist hier furchtbar. So. Gegenteil von dem könnte auch das da sein. Gegenteil von dem könnte auch das da sein. So. Jetzt habe ich quasi das da einfach nur auf die andere Seite übertragen. Bringt mir trotzdem nichts. Jetzt habe ich hier das Gegenteil. Ich habe es gespiegelt, ich habe das Gegenteil hingemacht, es bringt trotzdem nichts. Ja, und jetzt? Verdammt. Das Gegenteil vom Gegenteil. Müsste ich ja dann hier ändern. Auf der ursprünglichen Seite, ne? Wegen der Kachel. Ihr könnt mir wahrscheinlich nicht so wirklich folgen, aber ich versuche hier gerade so ein bisschen. Okay, ich mache das jetzt auf die bekloppteste Art und Weise, die es überhaupt gibt. Ich habe jetzt das Gegenteil von dem hier genommen und habe es wiederum auf die andere Seite übertragen. So. Wenn ich das hier jetzt mal als Ausgangsposition nehme und das dann wiederum spiegele. Okay, Satz mit X, das war wohl nix. Ne, also ich hoffe, ihr habt das jetzt mitgekriegt. Ich habe jetzt das, was hier als Ausgangsposition war, hier rüber getragen. Also das heißt, das Foto ist jetzt von der falschen Seite aus gemacht worden. Quasi das Gegenteil von dem, was er mir eigentlich gesagt hatte. Das heißt, ich komme jetzt allerdings auch wieder nicht da hinten rein.
Wenn ich jetzt das hier habe, dann müsste ich das ja... Nein. So. Auch nicht. Hä? Ich klicke hier und er macht da auf. Ihr seht, ich probiere hier gerade einfach nur wild rum. Aber trotzdem, irgendwie wird das nix. Hä? Ich habe jetzt das hier dahin gemacht. Und dann muss ich das hier ja wieder... Was da? So, Moment, nochmal. Jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Das ist super. Also. Hä? Was hänge ich hier fest? Oh. Nee. Oh, Alter. Ich mag nicht mehr. Ah! Oh, okay. Nochmal zum Mitschreiben. So gut wie es geht. Ausgangsposition war hier. Jetzt habe ich aber das Gegenteil genommen und habe das nicht hier aufgemacht, sondern da. Dann das hier. Quasi umgedreht. Zack, zack, zack. Hier die beiden geöffnet und unten nur eins. Und hier ist es halt umgedreht, ne? Und dann zusätzlich die noch geöffnet, weil die... hier zu sind. Also ich habe es gespiegelt quasi. Ich habe das Gegenteil gespiegelt und mir... Ja. Ach, oh Gott. Dieses Spiel, ne? Das ist so genial gemacht, aber es ist so schwer. Ey, krass. Ich hätte jetzt noch ewig rumrennen können und wäre trotzdem nicht weitergekommen. Ach, Gottes Willen. Es gefällt mir richtig gut, aber... Ah, jetzt sind wir nämlich hier auf der anderen Seite von dem Gang. Das ist cool. Also wir können jetzt hier auch nicht mehr rüberkommen. Das ist natürlich scheiße. Aber wir sind jetzt hier gelandet und können hier jetzt nicht mehr zurück. Und brauchen ein Schloss. Okay. Ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so der Brüller gewesen, weil ich halt wirklich ein bisschen Hilfe gebraucht habe. Aber naja. Trotzdem, ich feier's. Ich feier's wirklich sehr. Ist zwar nicht so ganz meins und wo bin ich denn jetzt? Aber krass. Ah, kick mal an. Da ist der Ventilator. Seht ihr mit dem kleinen Schlüssel? Jetzt sind wir nämlich hier auf der anderen Seite. Und da ist dieser verfickte kleine Schlüssel. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, okay? Ich habe nichts gehört. Ah, das war also der Raum, den ich da vorhin noch gesehen habe. Cool. Hier ist nichts. Da ist ein Arm. Die Olle heult schon wieder. Sie haben mein Kind gestohlen. Sie haben gesagt, es wurde tot geboren. Aber warum? Sie haben es noch nicht einmal angeschaut. Ich weiß, Sie haben es genommen. Ich weiß, Sie haben es gestohlen. Wenn du mir hilfst, es wiederzubekommen, gebe ich dir das Passwort.
Was? Wer hat da gerade gehämmert? Ja, ich bring dir ja dein Baby. Was für ein Baby? Was? Ach nee, ernsthaft. Hä? Hab ich jetzt... Ich kann es nicht mehr antappen. Hab ich das jetzt richtig gemacht? Ich weiß gerade nicht, was ich gemacht habe, aber ich glaube, ich habe es gelöst. Ohne, dass ich es wollte. Okay. Oh, der Ventilator steht. War das beabsichtigt? Wenn nicht, ist es ein Bug, den wir gerade gefunden haben. Läuft. Wir sind im Krankenhaus und kommen zurück ins Einkaufszentrum. What? Ich bin verwirrt. Die hängen schon wieder Haken von der Decke und hier ist Blut. Lecker, lecker. Alter, auf! Das Schlimme an diesem Spiel ist nicht die Story, sondern die Geräuschkulisse. Heilige Scheiße. Wo war denn jetzt... Ich hab's schon wieder vergessen. Ah, sehr gut. Dumm-di-dumm, dumm-di... Da hast du dein Kind. Krieg ich jetzt mein Passwort? Ui. Okay, Moment, ich brauche einen Zettel. So, ah, da ist ja noch Platz. Was haben wir denn da? Ein Dreieck. Was ist das? Ein Sechseck? Viereck und ein Kreis? Okay, Moment. Dreieck, Sechseck, Oh Gott, meine Zeichenkunst war auch schon mal besser. Und ein Kreis. So. Huch! Falscher Button. Alter! Auf zu meckern. Ich brauche aber noch die Zahlen. Hier war ich noch nicht. Ah. Hä? Ja, ist ja gut. Ich brauche trotzdem immer noch diese Zahlen. Wo sind denn die Zahlen? Hier ganz bestimmt nicht. Irgendwelche Zahlen. An wem? Ich brüllte jetzt schon wieder dieser Depp an. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Ich bin verwirrt. Mm-hmm.
Ich brauche Zahlen. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Gibt es hier noch irgendwo irgendwelche Zahlen? Ich glaube, damit habe ich gerade erfolgreich den Ventilator gestoppt. Aber ich komme da ja nicht mehr hin. Ich komme ja noch nicht mehr in die Leichenkammer, um den Raum zu wechseln. Wie soll ich denn da jetzt hin? Setz dich doch auf den Stuhl. Hä? Ich weiß nicht so ganz. Jetzt bin ich wieder hier. Mist. Man möge mir helfen. In irgendeiner Art und Weise. Ich werde euch ja jetzt irgendwas erzählen, aber mir fällt gerade nichts Passendes dazu ein. Ich verstehe das nicht. Jemand irgendwie mal einen Hinweis geben oder so. Das wäre von Vorteil. Hier so kastenbelegsmäßig oder... Hm? Ach Leute, kommt schon. Das ist doch... Ah, Mann. So, noch einmal. Hier muss doch noch irgendwas... Was will die denn noch hier von mir? Hallo? Ja, welche Zahlen denn, verdammt? Das hier habe ich ja perfekt gelöst im ersten Anlauf, aber ich hä? 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. Das reicht nicht. Selbst dafür würden mir jetzt noch eine Zahl fehlen. Ich würde hier jetzt auch gern mal irgendwo speichern, also... Ne? Das ist... Das wäre sehr fabulös. Komme ich hier nicht irgendwie... Nochmal darüber oder so? Na gut, na gut. Dann eben nicht. Verdammt. Okay. Ich komme im Moment nicht weiter. Ich mache mir da noch mal ein paar Gedanken zu, wie wir das jetzt hier weiter lösen können. Also wenn ich irgendwas übersehen habe mit den komischen Zahlen da, dann sagt mir das bitte. Ich übersehe das gerne mal. Ansonsten, wie jedes Mal wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.
eine geruhsame Nacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.